Guten Morgen! Heute möchte ich ausgehend von einem Video von Svenja, die ich euch unten verlinke, und ihre Unterstützung für das Projekt Studieren Plus heute mein Studium vorstellen. Warum ich das studiert habe und wie ich dieses beruflich nutze. Das ganze Projekt dient dazu, Studienanfängern persönliche Erfahrung aus erster Hand zu vermitteln, um eine Entscheidung bezüglich der Studienwahl zu erleichtern. Also zuerst die Frage, was ich studiert habe oder was ich studiere. Also ich habe Betriebswirtschaftslehre, kurz BWL, auf Diplom an der Universität studiert. Der Studiengang ist ausgelegt, um den Menschen eine grundsätzliche Basis für alle kaufmännischen Berufe zu geben und eigentlich de facto für jeden nützlich, der in irgendeiner Weise Geld verdienen möchte. Das, was in erster Instanz recht reizvoll klingt, ist aber auf der anderen Seite auch negativ. Denn wenn der Studiengang so gut wie für jeden geeignet ist, dann wird er wohl kaum meinen oder den potenziellen Studienanfängers persönlichen Wünschen und Ansprüchen komplett gerecht werden können, da er quasi es allen recht machen muss. Daher ist das komplette BWL-Studium recht breit gefächert und oberflächlich. Im Grundstudium sowieso und im Hauptstudium durch die Spezialisierung nicht mehr ganz so extrem, aber letztlich ist es auch nur eine, würde ich sagen, höhere Allgemeinbildung. Es gibt da eigentlich meiner Meinung nach nur eine Ausnahme in den Spezialisierungen. Das ist das Rechnungswesen. Im Rechnungswesen lernt man tatsächlich etwas recht Spezielles, was man auch als Kompetenz später nutzen kann. Alles andere, also Marketing, Wirtschaftsinformatik, Finanzanalyse, Handel, Dienstleistungsmanagement und so weiter, das ist eigentlich nur bla bla und gibt Euch Überblickswissen. Interessant am BWL-Studium ist, dass man auch in den Spezialisierungsblöcken aus dem volkswirtschaftlichen Studium etwas hinzufügen kann und man so diesen Überblickscharakter, den das Studium hat, auch dem Fach anpasst. Denn die Volkswirtschaftslehre zehrt viel mehr von einer Übersichtsverarbeitung als die Betriebswirtschaftslehre. Das Niveau des BWL-Studiums ist ja denkbar einfach. Es ist im Großen und Ganzen auf reine Reproduktion ausgelegt. Ausnahmen sind da Mathematik und Stochastik, der Bereich des, der Rechtsausbildung und eben auch das Rechnungswesen. Diese drei Bereiche erfordern doch etwas Grundintelligenz und es sind auch die drei Bereiche, warum die Abbruchquote und die Durchfallquote bei BWL mit am höchsten aller Studiengänge ist, denn sie liegt bei ca. 30%. Das heißt, fast jeder Dritte schafft es nicht und bricht das BWL-Studium ab. Da muss man allerdings auch inkludieren, dass viele BWL als Zweitstudiengang gewählt haben, die den NC oder die Prüfung für ihr Lieblingsstudienfach nicht geschafft haben und entsprechend die Motivation ja etwas geringer ist. Gerade Mathematik und 1 und 2, das kommt im Semester 1 und 2, ist der absolute Killer in den ersten beiden Semestern. Obwohl das abverlangte Niveau gerade mal Abiturniveau hat und auch nicht darüber hinausgeht und das ja eigentlich vorhanden sein sollte bei einem Studierenden, ist es in der Tat so, dass wo ich BWL studiert habe, in der Zeit, in diesen beiden Semestern die meisten Leute durch Mathe 1 und 2 wirklich abbrechen sehen. Sag, nee, das ist mir einfach zu viel. Ein paar angefertigte Hausarbeiten am Ende, die Diplomarbeit, die jetzt wahrscheinlich irgendwie Masterarbeit oder so heißt, ist dann alles, was an eigenverantwortlicher und selbstgeneriertem Wissen irgendwie gefordert wird. Das wäre mal so eine persönliche Einschätzung des BWL-Studiums. Warum habe ich das studiert? Das ist die zweite Frage. Einfach weil ich damals wusste, ich will Geld verdienen und BWL erschien mir damals als solides Fundament. Aber ich kann Euch ja, da draußen wirklich nur empfehlen, lieber etwas Spezielleres und Tiefergehendes zu studieren, wo ihr auch tatsächlich Fachkompetenzen aufbauen könnt, anstatt mit dieser Grundbasis 4 oder 5 Jahre Eures Lebens zu verbringen und dann eigentlich doch irgendwo erstmal neue Kompetenzen aufbauen müsst, im Rahmen eines Praktikums zum Beispiel. BWL als Alternativstudium finde ich auch nicht so prickelnd, da viele einfach den Wunsch haben zu studieren und da enorme Abstriche von ihren Wünschen machen. Klar, Studium ist cool, macht Spaß. Das Flair von intellektueller Schaffenskraft und Kreativität gepaart mit den meist ziemlich geilen Studentenpartys ist objektiv gesehen die schönste Zeit des Lebens. Aber warum nicht lieber ein Jahr Work and Travel oder FSJ oder was auch immer machen und dann das Wunschstudium tatsächlich nochmal angreifen. Mal ein Jahr später, man hat ja dann immer noch die 4-5 Jahre. Ich finde BWL wirklich sehr sinnvoll für Menschen, die selbstständig sind und bereits ihr eigenes Business haben oder direkt planen, selbstständig zu werden nach dem Studium.
Ich auch, bin ja durchweg seit ich 18 Jahre gewesen bin quasi selbstständig gewesen und das Studium hat mir da wirklich so weit geholfen, dass ich wirklich alles alleine machen konnte. Das heißt Buchhaltung, Steuer, Webseitenprogrammierung, Marketing, Marktforschung und so weiter. Ich musste nie externe Dienste in Anspruch nehmen. Ja, und von daher sage ich für Selbstständige ja. Für reine Arbeitnehmer, also die rein einen Job haben wollen und die Geld oder viel Geld verdienen wollen, ja, wahrscheinlich nicht. Und dann kommen wir zu der dritten und letzten Frage des Projekts. Was macht ihr damit beruflich? Das habe ich eigentlich fast gesagt. Also ich nutze das Wissen quasi als Fundament für meine betriebswirtschaftlichen Entscheidungen und gestalte damit den kaufmännischen Workflow komplett autark. Jetzt als YouTuber und vor allem mit meinem Anspruch, den ich jetzt habe an meine Arbeit, hat das natürlich weit weniger Anteil als damals als Flirtcoach in der Finanzanalyse, also im Devisenhandel, als selbst als Fotograf und natürlich auch in der Beratung bei anderen Menschen, die selbstständig werden wollen. Da spielten die verschiedenen Ebenen der Abwicklung eines Geschäfts von der Akquise über die Preisgestaltung, der physischen Abwicklung, der Nachbetreuung, Servicegedanken und so weiter eine viel, viel größere Rolle als Grundlage. Ja, als Abschluss dieses kleinen Videos und ja, dessen Projekt, was ich hiermit unterstützen möchte für junge potenziell Studierende, wirklich die Empfehlung für Menschen, die, das wiederhole ich auch gerne nochmal, weil das war der Fehler, den ich gemacht habe, weil ich eben von der Selbstständigkeit damals, ich habe damals Versicherung verkauft und also Finanzdienstleistung und da wollte ich raus aus dieser Selbstständigkeit und ich wollte Arbeitnehmer werden, so, und wollte viel Geld verdienen. Ja. Und ja, also für diejenigen, die wirklich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmer arbeiten wollen und sich nicht auf das Rechnungswesen spezialisieren, direkt wirklich ein Studium anzustreben, wo tiefe und spezielle Fachkompetenzen erworben werden. Auch sich lieber für eine praxisnähere Fachhochschulausbildung zu erwerben als eine prestigereichere, aber viel theorielastigere universitäre Ausbildung. BWL als Fundament für eine Selbstständigkeit, ja, als Angestellter. Ja, sind die Jobaussichten auch wirklich wirklich richtig schlecht. Also man zählt zu den besten Absolventen, aber das gilt für jedes halbwegs nachgefragte Studium. Wenn man immer zu den besten zählt, ist es egal was man studiert, man wird da gut Geld verdienen können. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen potenziellen Studienanfänger etwas die Entscheidung erleichtern und habe gerne dieses Projekt unterstützt mit dem heutigen Video. Für die meisten von euch wahrscheinlich nicht mehr ganz so interessant, weil der Altersdurchschnitt auf meinem Kanal, da liegt so um die 30, da hat man das Studium meistens schon hinter sich. Aber wie gesagt, ich nutze den YouTube-Kanal auch, um solche Projekte zu unterstützen. Und das war mein Beitrag. Bis morgen, Euer Christian.